Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze mal wieder in der Burrasque, so wie gestern und eigentlich relativ häufig jetzt in letzter Zeit, habe ich ja gestern schon erzählt. Heute bietet sich an, ihr hattet gestern so viel kommentiert. Ich will das einfach mal ausnutzen und schiebe jetzt hier heute einfach mal Burrasque-Tag sozusagen hinterher. Zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen. Ich habe halt jetzt in meiner heutigen Aufnahmesession wirklich nichts hingekriegt, also nichts, was ich irgendwie zeigen wollen würde, und habe halt jetzt hier doch eine Runde, aber die ist auch in der Burrasque und die zeige ich euch auch gleich. Auf jeden Fall sind jetzt hier ein paar Tage alt die Aufnahmen, aber wie gesagt, habe ich aufgehoben, weil irgendwas muss dran gewesen sein. Und hier haben wir auch schon unser erstes Opfer, jeden Tag. Centurion wollte ich schon sagen, Kenaven. Perfekt, aufgemacht hat er mich auch nicht. Ich bin jetzt hier auf Airfield gelandet in einem 7er, 8er, 9er Matchmaking. Was haben wir? Ein Light, eine Arti pro Seite. Und mir gefällt mittlerweile die Veränderung von Airfield doch eher, als wie es vorher war. Einfach weil man jetzt hier doch auch, also ich finde die rechte, also jetzt die von mir aus gesehen rechte Seite wird immer noch zu wenig bespielt jetzt mittlerweile. Das hat sich wirklich hardcore nach links verlagert, die ganze Schote hier. Finde ich ein bisschen schade. Einfach, man lässt halt sozusagen die Hälfte der Map außer Acht. Ich kann es nachvollziehen, weil auf beiden Seiten rechts, also da am Wasser zu pushen, sehe ich als fragwürdig. Dementsprechend bin ich halt auch einer, der setzt sich hier dann halt lieber in den Busch rein. Der sehen, den Light konnte ich sogar outspotten. Also an sich von beiden Seiten die Balkone gefallen mir recht gut, wobei der hier wirklich angenehmer ist aus meiner Sicht. Der mich jetzt aufgemacht? Ne, er hat mich nicht mal aufgemacht, das war frech. Also er hätte mich mit der richtigen Crew, hätte er mich aufmachen müssen. Den fackeln wir auch noch an. Oh, der hat keinen Feuerlöscher dabei. Burn, Baby, burn, ey. Und zernichtet. Und das hat sich gelohnt. Dreimal geschossen, 2000 Schaden gemacht. Ja komm, Reload, Reload. Ne, da bin ich zu spät. Schade. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Gegnerleiter ist tot. Also zwei Neuner sind tot. Wir haben den Siemer bisher verloren. Ich denke, das ist ein guter Tausch. Auf jeden Fall heute vier Burrasque-Folgen oder vier Burrasque-Replays in zwei Videos für euch. Wie gesagt, eins habe ich jetzt heute hingekriegt, die anderen sind alles ein bisschen älter. Also jetzt nicht arg lang, 3, 4, 5 Tage oder so. Fällt nicht auf sozusagen. Einfach weil einerseits, ihr habt halt wirklich übelst krass kommentiert und gerne präsentiere ich euch hier noch ein bisschen mehr die Burrasque. Wenn ihr die halt sehen wollt, dann warum nicht? Ich habe es halt gerade auf Lager. Und wie gesagt, ich fahre halt im Moment sehr viel Burrasque. Oder halt allgemein 8er Premiums, einfach um mal wieder ein bisschen Geld ranzuscheffeln. Hatte mir jetzt den Jagdpanther 2 gekauft und wollte ja da oder will da auch ein Replay zu machen. Aber bisher sind auch die Runden, die ich mit dem gespielt habe, eher fragwürdig. Eine habe ich bisher hingekriegt, aber so ein 5-Minuten-Ding will ich euch dann auch nicht zeigen. Also jedenfalls nicht alleine. Dementsprechend ist das dann auch noch in Arbeit. Und währenddessen jetzt hier das Gefecht an uns vorbeigeht, mehr oder weniger, jetzt liegen wir sogar im Panzer hinten. Heavy Lane verliert gerade extrem. Er hat sich auch komplett nach hinten gezogen. Das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen gucken. Ihr kennt Airfield bei mir. Ich spiele das extrem passiv, einfach weil ich auch hier immer noch der Meinung bin, dass die Seite, die sich zu früh bewegt, in der Regel die ist, die dann auch verliert. Und dementsprechend hier wirklich auf die Feder der Gegner warten und dann einfach präsent sein und die dann auch bestrafen können. Okay. 122 hat sich jetzt wie die Burrasque auch noch unten gedroppt. Kommt da eine IS. Weiß halt nicht so recht, aber der Bisonte ist jetzt abgelenkt, hat einmal geschossen. So, er kriegt mich nicht mit. Ah, durch, ich bin ihm anscheinend egal. Die IS als Sima Heavy hat sich da jetzt einfach mal reingejodelt. Keine Ahnung, was sein Plan ist. Und ihn habe ich jetzt hier, also er muss jetzt hier einfach mal mithelfen oder auch einfach zeigen, dass er da ist, damit die Leute nicht reinpushen. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Jetzt von der Mitte einfach mal reinfahren. Die Leute
wegknallen. Kann man immer machen. Hat auch schon mal den ersten rausgenommen. Ich habe jetzt hier einmal auf Gold geladen. Hab jetzt natürlich dementsprechend den VK nicht getötet und dadurch ist der Udus geplatzt. So, ihn konnten wir auch noch einer mitgeben. Und theoretisch. Oh, der war jetzt. Lol, der war frech, okay. Oh, jetzt Hackengas geben. Ich will mir jetzt tatsächlich nicht seine drei Kugeln da einstecken. Ein bisschen rumfriemeln. Wunderbar. Und er ist mir in den Tod gefolgt. Und wenn man mal so links, rechts guckt auf die Tabelle, Abschmatzphase hat angefangen. Links ist nichts mehr dran. Burask rennt auch weg. Gibt noch einen T20 und eine Arti. Und die ISO sitzt da auch noch. Also links von mir. Das heißt, ich gehe lieber nach da. Lad jetzt ja auch wieder auf AP. Für die, die jetzt auf mich zukommen, also auf die Gegner, die auf mich zukommen, brauche ich kein Gold mehr. Kann ich ein bisschen Geld sparen. Diesmal habe ich mal dran gedacht. Und ISO, denke ich, ist immer noch da auf der D9-Posi oder hat sich da auf B9, B0 versteckt, so wie auch der T20. Rechts steht er nicht. Da ist keiner von uns geplatzt, aber er hat einen Kill. Dementsprechend kann er nur links stehen. Also, als er den Kill gemacht hat zumindest. Wer weiß, ob er sich umverlegt hat. So. Bisschen über Peak gerade am Busch, ob ich aufgehe. Also ein bisschen zu weit gefahren. Dass wenn dort vor mir im Busch einer sitzen würde, ich aufgegangen sein müsste, ist keiner da gewesen, also kann ich jetzt einfach reinfahren. Den kurzen Moment gewartet, dass die Kollegen auch dann bereit sind. Weil wenn jetzt beide dort oben sitzen, dann ist ätzend. Guten Tag, er kriegt mich auch instant mit. Ja, seine Kugel nehme ich mir. Ich habe jetzt den Schaden einfach ein bisschen aufgeteilt, um einfach an beiden Schaden zu machen. Also jetzt, ne, weil spielt in dem Fall jetzt einfach keine Rolle. Die platzen einfach so. Und ich hole mir meinen Spot-Schaden noch ab fürs Ende. Und eingeparkt. Schöne Runde hier mal wieder auf Flughafen gehabt. Und jetzt hier mit einem Kill insgesamt rausgegangen. 3745 Schaden habe ich gemacht. Was kommt noch hier? 1838 Unterstützungsschaden. Das Ganze hat jetzt hier auch für Panzermeisterschütze. Ich habe echt so viel Schaden über 300 Meter gemacht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 erreicht und gleichzeitig auch noch für den ersten Platz mit 1198 XP bin ich da gelandet. Trefferbild ist wunderbar da, also fast perfekt. Kann man ja gar nicht meckern. Und jetzt ohne alles einfach mal 106.385 Credits plus gemacht. Und weil die doch so recht kurz war, schauen wir uns einfach noch eine an. In der zweiten Runde sind wir wieder im Burask unterwegs und das ist die Runde, die ich heute hingekriegt habe. Wieder mal auf Kloster, letztens ja von der anderen Seite gehabt, heute können wir es mal von der Seite mal wieder sehen in der Burask. Von der Seite fahre ich ultra gerne in die Mitte rein, also auch so wie der ELC normalerweise, aber ich hatte heute schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, dementsprechend habe ich jetzt einfach mal einmal auf HE umgeladen, falls Burask, Lori, Iron Arnie auch im Hintern, ELC, falls irgendeiner da hoch will. Oh, guten Tag ELC. Oh. Der wird gleich nach hinten fahren, 100 pro, ich habe ja eh geladen. Guten Tag. 495. 405. Ja, er kann jetzt die nächste Minute bis am nächsten Gefecht ist darüber nachdenken, was er gerade falsch gemacht hat. Und ich freue mich darüber, dass ich gerade einfach mal in ELC gewonnen klippt habe, in der Burask. Habe ich glaube ich noch nie gemacht. War auf jeden Fall ein super Start, IS6. Will glaube ich jetzt hier direkt mir nochmal ein Geschenk machen. Da warten wir ganz kurz, bis die Situation edel ist. So, warten. Letzte Kettenrad. Easy. Er hat repariert. Letzte Kettenrad. Direkt nochmal getrackt. Er sitzt jetzt oben. Also sitzt er jetzt fest. Der ELC hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, sich da jetzt ein bisschen zu verlegen. Ich hoffe, er nutzt die Zeit. So. Er war bis eben auf jeden Fall noch getrackt. Okay, da können wir ihn sogar nochmal aufmachen. Fährt jetzt sogar rechts ins Eck rein. Ist sogar super für uns. Entweder fährt er runter oder er ist gezwungen, wieder zurückzukommen. Und wenn er jetzt, also wenn er runterfährt, können wir reinfahren. Wenn er zurückkommt, können wir ihn töten und dann können wir reinfahren. Und das ist jetzt sozusagen erstmal der Plan. Links, rechts sieht es an sich sonst eigentlich ganz schnuckelig aus. Da haben wir die IR6 wieder. Ja, genau. Du bist sicher, du bist sicher. Okay. Wird nochmal getrackt, immerhin. Zweite Burask hier von mir.
auch zur Stelle. Die gibt mir ein bisschen Zweckschaden. So. Ich bin jetzt wieder zu. T832 kommt auch hinterhergezogen. Ich fahre jetzt hier auch rein. Muss hinne machen. Rechts von mir der VK und die Heavys. Die sind fast bereit, da hier reinzuschießen. Die sehen uns jetzt hier natürlich auch alle. Gut, mich nicht, aber die anderen. So. Bin ich aufgegangen? Nee, wunderbar. Da haben wir direkt die nächsten Opfer. So, guck mal her. Wen nehmen wir denn? Na, wir nehmen dich. Auch da wieder warten. Kettenrad, erstes Stück. Also erste Kettenrad. So. Gut, den Schuss vom TS5 nehme ich mir. Bisher super Trade gewesen. Einmal Schaden gekriegt, 2000 Schaden rausgehauen. Da kann man nicht meckern. Und jetzt muss Löwe eigentlich nur noch angreifen. Iron Arnie ist One-Shot. Wir können die hier jetzt hier auch easy peasy einfach outspotten. Ja, Löwe kommt hinterhergezogen, wunderbar. Wollte ich eigentlich, ne, aber... Und dann dachte ich mir, warum nicht Gold? Ein bisschen leichter, aber dann sehe ich eigentlich nicht in der Kommandoluke. Ich muss sie schon noch treffen. Schaffe ich nicht. Gehe dafür nochmal auf durch ihn. Ah. Okay. So. Habt ihr das gerade mitgekriegt? Der T832, der wurde gerade hinten von der Buras beschossen. Heißt auf, also die ist auch gerade aufgegangen. Müssen wir also drauf aufpassen. Und wir werden jetzt hier von unserer Heavy Lane ganz schön gepusht. Bin jetzt hier einmal kurz rüber gepaced. Und hab das auch relativ zügig gemacht. Einfach falls da die 100 Peter, also die 100 Peters genau, die VK-100-01-Ps. Wenn die da in der Mitte gucken, wenn die beide hitten, bin ich weg. Also wenn sie die große Kanone haben zumindest. Deswegen züge ich da immer um diese freie Fläche rumfahren. So, und jetzt einfach nur warten, bis die Gegner reinfahren. So. Okay, dann mach du ihn bitte. Danke. So, jetzt einen kleinen Blick mal kurz hinten auf die Burask werfen. Ich glaube nicht, dass ich sie selber spotten werde, aber wenn sie kommt, ob richtig guter Moment, dass ich jetzt hier einmal rausgefahren bin. So, er dreht sich gerade zur Burask um, hat geschossen. Direkt wieder erste Kettenrad, wieder Retrack. Das kann die Burask so unfassbar gut. Da hat die Burask gerade hinten auf mich geschossen, falls er das gehört hat. Dementsprechend jetzt hier hinten an den Steinrand fahren. So ist das eine Haus im Weg zwischen uns beiden. Kann er nicht mehr hinschießen. Kurz warten, dass ich zu bin. So. Jetzt kurz überlegt, ob ich ihn angreifen gehen sollte. Aber wieder das Problem mit den beiden VKs da hinten. Also lasse ich das. Ich muss halt seine Unterwanne treffen oder halt die Kommandoluke. Und Kommandoluke will ich jetzt hier einfach nicht probieren zu snipen. Und deswegen lassen wir das erstmal. Soll der Iron Arnie da erstmal Iron Arnie bleiben? Gucken wir, oh, was macht der Löwe da? Der wird von der Burask bejallert. Ja genau, bleibt mal stehen. Ach, schade. Direkt in Reload. Dem Löwen können wir leider nicht mehr helfen. Der wird jetzt von Iron Arnie und Burask auseinandergenommen. Da ist er jetzt tatsächlich einfach ins Kreuzfeuer gerannt. Auch, also auf sowas müsst ihr achten, ne? Ich wäre jetzt zwar gern mit ihm mitgefahren, hätte ein bisschen randaliert, wäre jetzt zum Beispiel nur der Burass da gewesen, wäre das gar kein Ding gewesen. Aber mit drei Panzern und er ist, also der Löwe ist ein Kreuzfeuer, ist ein Kriegsspiel, man kann nicht jeden retten und dann weitermachen. Also so versuche ich das so für mich zu erklären. Man kann halt wirklich nicht jeden retten, dafür ist es halt ein Kriegsspiel. Und ich denke, Fehler müssen dann halt auch irgendwo bestraft werden. So, ich habe mich jetzt hier erstmal auf die linke Seite verzogen. Bei der Burask hat er da, oder auch Iron Arnie, VK, die haben jetzt hier etliche Möglichkeiten. Ist natürlich die Frage, ob die jetzt hier noch weiter angreifen. Sie haben Panzer mehr und sind auch im HP-Vorteil, so wie es jedenfalls aussieht im Moment. Deswegen ist die Chance groß, dass sie angreifen werden. Und deswegen stehe ich hier, damit, wenn ich hier nicht stehen würde, die Arti würde platzen, der Streetswagen würde platzen und wir hätten dann auf einmal zwei Panzer weniger, wäre ich nicht hier, ne? Weil Burask könnte hierher kommen, Arti killen, Streetswagen killen und dann die anderen beiden outspotten und wäre nicht gut.
Also hier einfach mal ganz kurz warten. Vielleicht kommt er ja. Wenn er jetzt nicht demnächst kommt, kann man auch wieder woanders hinfahren. Weil man muss nicht Ewigkeiten auf einem Panzer warten, der nicht kommt. Aber halt, wenn so eine Flanke dann in so einer Situation komplett unbesetzt ist, und das sehen ja beide Parteien, dann sollte man das zumindest einmal ausschließen. Und jetzt auf gar keinen Fall alleine irgendwo angreifen. Mache ich zwar trotzdem gleich, aber nicht auf der Seite hier. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier kann mir halt wirklich gar keiner helfen. Und ich bin potenziell, also wenn ich den hinteren VK auf der J-Linie mit einrechne, gegen zwei Panzer. Und das würde ich dann schon nicht mehr hinkriegen als Burrask. Also jedenfalls nicht im Close Combat. Auf der anderen Seite sehe ich, dass der zweite VK halt jetzt absolut isoliert ist. Und die ganzen Heavys sehe ich jetzt hier auch einfach in die Mitte jodeln. Das ist natürlich sehr dankbar. Somit haben wir es relativ leicht, jetzt hier ein nach dem anderen rauszufahren. Weil wir können, so wie die Gegner sich zeigen, aus relativ vielen Ecken schießen. Auch wenn ich gerade selber nichts mache. Ihr seht das ja. Man kann, also der Streetwagen kann schießen. Scorpion kann schießen. Also hier wird die ganze Zeit reingehallert. So. Auch der Iron Arnie ist hinüber. Keine Sorge, kommt noch was. So, ich weiß nicht mehr, wie viel. Oh, er ist noch voll. Also sieht es nicht gut aus. Müsste dann, also bei sowas dann, wenn ihr alleine auf so einen Gegner rauffahrt, macht einen Guerilla-Angriff. Bleibt gar nicht erst stehen fürs Schießen, sondern sucht ihn, findet ihn, trefft ihn und fahrt an ihm vorbei. So ist der Optimalfall natürlich. So, er sitzt da unten, also direkt weiterfahren, gibt noch eine Arti. Gibt keinen Grund für mich jetzt darauf zu fahren. Da platze ich nur bei, ich kann ihn eh nicht beschießen, ohne runterzufahren. Und beim Runterfahren würde ich ihn rammen müssen, also werde ich ihn höchstwahrscheinlich rammen. Und dementsprechend lassen wir das komplett. Ich fahre direkt weiter, wir wissen jetzt, wo er ist. So, da geht die Burrask im richtigen Moment auf. Und hat scheinbar keine gute Crew oder richtig Pech gehabt. Auf jeden Fall sieht sie mich nicht. So, kurz überlegt, was mache ich? Ich denke mir, ich habe so viel HP, dass er mich nicht klippen kann. Also direkt rein. Er ist aber auf der anderen Seite für mich absolut klippbar. Also ist jetzt hier lieber die Burrask das Ziel meiner Träume. Den VK, wie gesagt, lasse ich einfach links liegen. Das machen andere. Ah, so schnell ging das vom Full Life zum Tod. So. Auch er ist hinüber. Ja. Easy. Stabile Runde, würde ich sagen. Einfach mal so behaupten. Ein Kill konnte ich jetzt hier abstauben. 4101 Schaden machen und 871 noch unterstützen. Das Ganze hat jetzt hier fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 gereicht. Und auch gleichzeitig noch für den zweiten Platz mit 1254 XP bin ich da gelandet. Auch der Scorpion hat, der muss richtig rausgehauen haben, ey. Als TD halt wirklich erster Platz sein, finde ich immer sehr schwer, weil in der Regel sitzt man hinten, man spottet nicht selber im Normalfall, ne? Aber er hat jetzt hier scheinbar alles richtig gemacht. Trefferbild bei mir? Ja, gut. Zwei Drittel sind angekommen. Ich weiß nicht. Hätte besser sein können, denke ich. Aber auf jeden Fall der Schuss oder die beiden Schüsse auf den ELC, die waren natürlich richtig nett. Und war jetzt hier doch recht ausgeglichen geschossen, sind wir bei 94.934 Credits im Plus angelangt. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.